Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Es hat sich ein bisschen was getan hier bei meiner Butze. Ich wollte eigentlich schon die Folge rausgehauen haben. Allerdings hat das letzte Update mal wieder meine Auflösung verändert, weshalb ihr wieder nur einen Bildausschnitt gesehen habt in der Aufnahme. Und deswegen kommt heute alles ein bisschen später. Und ja, es ist zwar kacke, aber es ist besser, als euch irgendeinen Scheiß hinzurotzen und dann zu sagen, hier, guckt's euch an, guckt's euch an. Ich hab gespielt, also guckt's euch an. Nein, das... Naja, jedenfalls, ich habe hier ein neues Kraftwerk aufgebaut. Wir befinden uns jetzt wieder im Überlebensmodus. Wie gesagt, normalerweise die erste Folge ja immer im normalen Modus, aber ich habe gerade alles fertig gemacht und gesehen, scheiße, die Aufnahme ist voll für den Arsch, musst du nochmal machen. Ja, also ihr habt was verpasst. Ihr habt definitiv was verpasst. Wir haben eine Kakerlake auf einer Toilette gesehen, die einen Hut auf hatte und einen Gehstock. Davon habe ich sogar ein Bild gemacht. Das heißt, in den Ladescreens werden wir das auf jeden Fall nochmal sehen. Zum anderen habe ich jemanden gejagt, der mir 295 Kronkorken gegeben hat. So, wenn ihr sagt, ey Zero, ich will das sehen, dann kann ich euch das gerne als Spezialfolge nochmal heute mit raushauen. Oder dann, wenn ihr sagt, hey komm, Zero, ich will's sehen, dann hau ich das raus. Oder wisst ihr was, wir machen das einfach so. Wenn ihr diese Folge sehen wollt, die voll für den Arsch war, unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Video, das nicht gelistet ist. Und das ist das Video, was ich jetzt verworfen habe. Das könnt ihr euch ansehen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich möchte es halt nicht als Folge rausbringen. Das macht keinen Sinn. Deswegen, Freunde, ganz easy, wir machen jetzt ganz normal die Folge. Ich wollte eigentlich wollte ich die Munitionsfabrik einnehmen, aber ich glaube, ich habe, ja, keine Schrauben. Und der wird mir nicht reichen. Aber ich brauche dafür keine Schraube. Okay, wir gehen zur Munitionsfabrik. Auf geht's. Gib ihm. Aber als allererstes, Le Todeskralé, wo bist du? Ach ja, und heute am Ende der Folge werden wir das machen, was ich in der letzten Folge schon gemacht habe. Beziehungsweise ich kann es euch einfach zeigen. Ich habe in der letzten Folge, also die, die nicht ausgestrahlt worden ist, alle Skills rausgenommen, die wir nicht brauchen. Für den Kampf. Somit können wir sehen, okay, hier haben wir, wenn wir Messi rausnehmen, haben wir hier 6 Punkte ungenutzt, hier 4. Hier 4, hier 4 und hier 1. Ich muss es euch ja nicht nochmal zeigen, wenn ich es schon gemacht habe. Kann ich es euch mal kurz zeigen, was dabei rausgekommen ist, ja. aber ich möchte jetzt erstmal zur Todeskralle. Wo war die nochmal? Bin ich jetzt verwirrt? Todeskralle? Todeskralle? Ah, Todeskralle. Na, Junge. Irgendwann kommt dann eine legendäre Todeskralle raus und ich bin am Arsch. Eines Tages, eines wunderschönen Tages. Wie, du bist leer. Oh, Gleisgewehr. In der letzten Folge habe ich unser altes Gleisgewehr vernichtet. Und habe gesagt, ey, wir werden schon ein neues Gleisgewehr finden. Haben wir schon. Also in der letzten Folge. gesprungen. Haben wir hier noch ein heiles Ei? Irgendwo? Nee, ne? Na gut. Übrigens, ich hab so das Gefühl, dass der PvP-Modus momentan verbuggt ist. Ich bin auf den Server gekommen, bin Platz 2, Platz 3 gibt es nicht. Aber wenn wir hier drauf gucken, sehen wir, dass es hundertprozentig ein Vented gibt. Oder vielleicht hat er sich ausgelockt, ich weiß es nicht. Aber die töten hier irgendwelche Leute, die eigentlich gar nicht auf dem Server sind. Und ich finde das alles mehr als merkwürdig. Keine Ahnung, was hier momentan los ist. Naja, jedenfalls, ich habe unser Haus zu einem Backsteinhaus gemacht. Innen drinne sieht das jetzt so aus. Also es kann nur besser werden. So. Ja, in der letzten Folge habe ich auch ein paar News erzählt, die ich gelesen habe. Und zwar, dass es jetzt bald den Verkaufsautomaten für Spieler gibt, den es eigentlich von Anfang an geben hätte sollen. Und erstmal das Gleisgewehr vernichten. Und die Todeskrallenklaue. Ist eine Waffe? Achso, nee. So. Zudem habe ich die Baggerrüstung auf Stufe 45 erweitert. Das hier ist noch 25 und das ist noch 35. Aber das werden wir alles mit der Zeit hinkriegen.
Ja, und was gab's noch so Feines in den Update-News? Irgendwelche Kleinigkeiten noch. Aber gehen wir erstmal zur Munitionsfabrik und holen uns die Munitionsfabrik von einem Menschen, der anscheinend nicht auf diesem Server ist, deswegen wird es ihn ja nicht stören, wenn ich das Ding nehme. Außerdem ist es. Irgendwer hat es eingenommen und hat da nichts gebaut. Also ich weiß nicht, warum Leute das machen. Vielleicht ist das auch nur ein Bug. Vielleicht gehört es niemandem. Vielleicht will Bethesda Leute damit verschrecken, die Munitionsfabrik einnehmen wollen. Und es steht, ey, das gehört ja Vented. Und dann gehst du hin und da ist da nichts gebaut. Also selbst wenn wir das jetzt einnehmen, würde es denjenigen bestimmt nicht irgendwie interessieren. Bin ich der festen Meinung. Wenn wir Platz 1 töten, wie ist er dann Platz 2? Keine Ahnung. Big Bronx, was sagst du dazu? Überlebensmodus, was ist hier momentan los? Ich verstehe die ganze Scheiße hier nicht. Warum werde ich hier als Platz 2 angezeigt, obwohl es offensichtlich mehr Spieler gibt? Oder bin ich schon auf so einem hohen Level? Ich habe keine Ahnung. Bin ich in einem zu hohen Level, als dass ich irgendwo unten anfangen kann? Ich weiß es nicht. Naja, wir werden auf jeden Fall höchstwahrscheinlich nicht viele Leute sehen, weil ich habe das Gefühl, dass es bei vielen so ist. Alle, die auf dem Server sind, sind wahrscheinlich Platz 2, ohne es zu merken. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich nicht angezeigt. Bin ich, glaube ich. Ja, das Ding habe ich schon gelootet, weil ich hier gerade schon war. Hab dann festgestellt, ach scheiße, ich kann ja kein Kraftwerk bauen. Ja gut, aber jetzt bin ich nochmal hier. Nehmen wir den Kram ein. So. Und insofern, wann der jetzt nicht kommt, ist alles gut. Aber wenn Wante kommt, haben wir ein kleines Problem. Ich werde jetzt hier auch nicht groß abschließen, denke ich mal. Es reicht eigentlich, dass das da unten abgeschlossen ist, die Munitionsscheiße. Komm schon schneller. Herr Wante, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Oder vielleicht sind auch alle rausgegangen, weil dieser Danzig hier campt. Ich weiß es nicht. Das sieht so aus, als würde er hier warten, bis jemand bei White Springs kommt. Du kannst nur lange warten. Ich gehe gleich dahin. Ja, ansonsten habe ich noch meine Kiste entleert. Ich habe mich ein bisschen entleert. Das heißt, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Halt das, was man so zwischendurch mal machen sollte, ne? Alter, was dauert denn da so lange? Der Wante wird doch nicht kommen. Als wenn es ihn interessiert, ob jemand die Munitionsfabrik hier einnimmt. Erst die Hälfte. Weißt du, wenn sie niemanden gehören würde, wäre es wesentlich schneller gegangen. Aber insofern jemand hierher kommt und das Ding einnimmt, dann werde ich sichern, aber ich denke nicht, dass das so weit kommen wird. Ja, komm schon. Komm schon, dieses kleine Stück. Kriegst du noch hin. Yay. Okay. Stromanschlüsse. Natürlich erstmal provisorisch von hier nach da. Das sind nämlich immerhin 100 Strom umsonst. Achso, hat nur ein bisschen geleckt. Ach komm. Mach's doch nicht schwieriger als es ist, Spiel. Jetzt sind hier Lecks. Ich dreh am Rad. Hä? Ihr habt da drauf gedrückt. Wieso gibt das 100 Strom? Hat es nicht immer 10 gegeben? Haben die das gebufft? Ah, finde ich gut. Okay, wir müssen den Munitionstyp umstellen. Ich will auf jeden Fall meine 10 mm haben. So, das ist verriegelt. Perfekt. Und jetzt haben wir ab. Gut, es wird Zeit, den Streifenwagen zu finden. Da habe ich auch einen Kommentar bekommen.
Und zwar ging es darum, dass ich irgendwelche Quest vergessen habe. Die Frage ist hier nur, sind das zusätzliche Quests oder gehören diese Zettel, die du erwähnt hast in deinem Kommentar, zum Quest? Weil das war jetzt nicht so wirklich ersichtlich von dem, was ich gesehen habe. Naja. So, wir produzieren jetzt ein bisschen 10mm Munition. Wir kommen eines Tages wieder hierher und holen uns die, würde ich sagen. Alles klaro. Bin ich der Einzige auf dem Server? Ne, ich bin Platz 2. Wieso hat der ja einen Kill? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Hier war gerade keiner und plötzlich ist hier einer und der hat einen Kill. Von wo hat er den mitgenommen? Von zu Hause oder was? Jetzt da hinten. Da, der hat... Ich verstehe. Um in die Bestenliste zu kommen, brauchst du mindestens einen Kill. Und dass ich Platz 2 bin, ist einfach nur ein provisorischer Punkt. Das heißt, man kann mich nicht auf der Karte sehen. So ist das bestimmt gemeint. Alles klar, okay, Bethesda muss da noch ein bisschen dran werkeln. Das heißt, der Server ist hier doch schon voll. Allerdings brauchst du einen Kill, um in die Bestenliste zu kommen. Ansonsten bist du dann anscheinend nicht drin. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich keine Ahnung. Es ist alles so ein bisschen irritierend. Es wäre schön, wenn Bethesda da irgendwie mal was sagen würde, wie das Ganze jetzt wirklich vonstatten läuft. Stimmt, da gab es auch im Update-Feed gab es da auch eine kleine Spalte, wo es drin hieß, dass sie die Spieler gefragt haben, wer in die Bestenliste kommen sollte. Und am höchsten haben die Spieler dafür gestimmt, dass die Kills bestimmen sollten, wer auf Platz 1 ist und 2 und 3. Vielleicht ist das irgendwie provisorisch. Vielleicht wäre es auch besser, wenn sie einen PBE-Server hätten, wo sie wirklich Sachen erstmal testen können, dass sie auch wirklich funktionieren. Aber ich meine... Wobei, Bethesda müsste eigentlich Erfahrung mit sowas haben. Gerade auch bei The Elder Scrolls Online. Zumindest ein Erfahrungsbericht. Naja. Gut. Wir sind irgendwo am Arsch der Welt. Da war irgendwo gerade ein Gegner irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Naja. Gut, wenn wir schon mal hier sind. Lass uns doch noch mal kurz hier hingehen. Decken Sie sich ein. Solange Sie die Möglichkeit haben. Ja, gibt's eigentlich nichts Großes, ne? Leuchtpistole, ja. Marinerüstung kann ich bauen. Maschinenpistole, Metallset. Mistgabel, Nudelholz. Wagen Sie sich nicht ohne die nötigen Vorräte ins Ödland. Ja, das ist eigentlich nichts Großartiges, ne? Nö. Na gut. Dann wollen wir mal. Wir wollen da hinten hin zum Streifenwagen. Und anscheinend soll ich das bemerken mit den Quests oder gucken mit den Quests, wenn ich beim Streifenwagen bin. Ich kann mir da noch nichts ausmalen. Aber warum ist das hier so neblig? Heute machen wir übrigens eine recht kurze Folge. Wir sollten bei 20 Minuten bleiben. Einfach nur, damit die Folge schnell kommt. Damit ihr wenigstens eine Folge habt. Ist immer noch besser, als irgendwie gegen 18 Uhr irgendwann eine Folge zu kriegen. Oh, guck mal. Was ist das denn? Kleinstnotizen, Teil 2. Okay, bleib in der Nähe. Schleichen wir zur Ecke. Ein auffälliger Anzug, dunkle Sonnenbrille und ein Motiv für Mord. Nimmst du etwa immer noch auf? Na und? Da sieh mal, er repariert einfach nur den Grill. Guten Tag, die Herren. Wurde er gerade erschossen, weil er gesagt hat, guten Tag, die Herren? Supermutanten Master, alter Schwede. Dreh mal nicht am Rad hier, Junge. Die wissen immer noch nicht, wo ich bin, aber ich treffe auch nicht. Wie viele kommen denn da noch? Oh, Level Up. Hä? Was treffe ich denn nicht?
Seine Freunde fallen hier um ihn herum zu Boden und er rennt da einfach durch die Gegend. Schockiert ihn gar nicht. Ist wieder kein Platz. Ich verstehe die ganze Scheiße nicht hier. Wandern sie hier von Server zu Server und suchen Gegner? Ich habe keine Ahnung, was momentan hier mit dem PvP-Modus los ist. Aber ich laufe hier halt gerne rum wegen der zusätzlichen XP. Und wenn hier keine Sau ist, oh, wieso nicht? Ist das World of the Top da hinten? Das kann sein. Wir sollten echt mal irgendwie mal wieder anfangen, ein bisschen Sachen zu suchen. Also die Schatzkarte durchzugehen. Was haben wir denn da gerade bekommen? Schwarzpulverpistole. Ach, Level 40. Naja. So, im Laufe der Zeit werde ich übrigens einige Perks wieder reintun, gerade auch wegen dem Trageverhältnis, dass wir weniger tragen. Ich mache das jetzt einfach nur, um zu gucken, was genau diese Verbesserung bringt, wie viel wir an Tragekapazität sparen, wenn wir die Perks reintun, im Endeffekt. Was kommt denn da jetzt ein Ghoul raus? Ach, der prügelt sich mit dem Ghoul. Okay, wir müssen den Streifenwagen angucken, aber ich werde mich ganz kurz hier in die Ecke hocken und eine neue Skillkarte wählen. Du hältst pro Kill 30 Sekunden lang plus 6%, maximal 36% Schaden. Die Zeit wird bei neuen Kills zurückgesetzt. Das heißt, wir können auf 36. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber das sollten wir zum Schluss machen. Ich möchte gerne auf Perception gehen und wir hatten doch hier etwas mit Pistole, ne? Nein, das wollte ich nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe Schritte gehört. Kommen die denn alle her, sag mal? Das ist ein Gemetzel. So. Wir hatten etwas, was die Pistole verbessert, ne? Das wollte ich erstmal machen. Aber ich glaube, das war... Hier, oder? Ja, deine nicht automatischen Pistolen verursachen 10% mehr Schaden. Ich möchte gerne den Revolverheld auf jeden Fall ordentlich verbessern. Da haben wir schon Max Rang. Na komm. Dann werden wir auf jeden Fall ganz, ganz viele Punkte hier reinsetzen müssen. Revolverheld 3. Ja. Was habe ich jetzt hier reingemacht oder rausgemacht? Ah, okay. Wir haben hier noch 6 Punkte. Das heißt, rein theoretisch können wir den nächsten Revolverheld auch noch reintun. Sehr schön. Gut, die nächsten Punkte gehen wir dann erstmal auf diese Pistole. Weil wenn wir jetzt, wenn ich jetzt wirklich Munition sammle für die Pistole, dann soll sie auch richtig zecken. Sie soll richtig, richtig zecken. Ach ja, in der letzten Folge habe ich auch erwähnt, dass es neue Automaten im Ödland geben soll oder schon gibt. Und zwar kannst du da deine legendären Gegenstände eintauschen gegen Scheine, eine neue Währung, womit du dann später bei einem bestimmten Händler legendäre Sachen kaufen kannst. So. Ich glaube, jetzt habe ich alles erwähnt, was ich in der letzten Folge auch erwähnt habe. Und wir müssen jetzt den Streifenwagen finden. Jedes Mal kriege ich hier einen halben Herzinfarkt, wenn so ein Ding explodiert. Wie sieht hier überhaupt ein Streifenwagen aus? Oh. Ah, mit einer Sirene.
Oh, Kleinstnotizen Teil 1. Lewisburg. Eine Kleinstadt voller großer Träume. Doch hinter der strahlenden Fassade zeigt sich ein Bild der Mysterien und Missstände. Nehmen wir als Beispiel Calvin Van Low, einen ganz gewöhnlichen Typ, der... Was zur Hölle, Klein? Nimmst du schon wieder auf? Ist das ein Problem, Sydney? Mein Roman braucht diesen professionellen Realismus. Aha. Und meinst du, dieser professionelle Realismus erlaubt es dir, einfach rumzulabern, statt deinen Job zu erledigen? Können wir jetzt einfach zu den Van Lows gehen? Wir müssen die Schwester zum letzten bekannten Aufenthaltsort befragen. Familie. Eine Bande, die uns vereint. Wurzeln, die uns Halt geben. Aber auch die Voraussetzung für Brudermord. Schluss damit. Gehen wir. Hey. Der in dem auffälligen Anzug da. Hast du den hier schon mal gesehen? Nein. Sieht aus, als würde er rumschnüffeln. Ist das nicht das Ferienhaus der Garbers? Das mit dem Flamingo davor. Die sind seit 2 Wochen weg. Das sollten wir uns ansehen. Na los. Jetzt check ich das. Die standen hier und der komische Typ, der da gegrillt hat, hat sie umgebracht. Das ergibt Sinn. Ja, jetzt höre dir Kleins zweite Aufnahme an. Kenn ich zwar schon, aber gut. Ja, jetzt ergibt das Sinn. Nachdem wir den ersten Teil gehört haben. Okay. Habe ich gehört. Untersuche den Ort. Oh, Wolfbericht Nummer 64. Wolfbericht Nummer 64. Black Sheep hat sich nicht gemeldet. Das war seine letzte Warnung. Bo Beep ist tot. Mögliche Verbindung zu Black Sheep? Ich werde heute eine Beseitigung durchführen. Achtung an alle berichtenden Agenten. Eine ID-Card und weitere Anweisungen sind erforderlich. Bo Beep hatte eine kleine Station zur Überwachung von Black Sheep. Dort dürfte alles Nötige zu finden sein. So wie sich das für mich anhört, ist Black Sheep ein Verbrecher. Oder nicht? Aber ich dachte, wir suchen nach dem, nach dem legendären Viech. Oder nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Dann nach dem hier. Nach Sheep Squatch. Und ich muss essen. Das ist noch nicht gekocht, ne? Aber ich habe mir ein paar Sachen gekocht, das weiß ich noch. Hier die Dattosuppe und ein paar Eieromelettes. Von der Todeskralle, die wir umgebracht haben. Also die zweite. Ich habe ja 2 umgebracht, weil ich mich ja wieder ausgelockt habe, um im Überlebensmodus zu sein. So. Finde die IQ-Card und weitere Anweisungen. Oh, hi. Ernsthaft? Verdammt, er hat mich gesehen. Ach Gott. Oh, meine Waffe ist fast kaputt. Egal. Das lohnt sich noch. MC Zero wurde zerstört. Ja gut. Der schlechende Tod. Wie viel Schaden machst du mittlerweile? Da können wir ja noch ordentlich Schaden drauf machen, ne? 42, hey, das ist gar nicht so schlecht. Ah ne, Vorschlaghammer möchte ich nicht, ne? Ich wollte ja den anderen. Superhammer ist das, was ich suche. Okay. Ah, ich habe die 50er Munition weggeworfen. Und ich glaube, die Jetmaschine können wir erstmal weglegen. Weil die müssen wir auch erstmal umbauen. Mann, Junge! Jetzt hast du nur jemand anderen auch noch zu mir geführt, wa? Ja gut, Level 10. Das geht ja noch.
Wisst ihr, ich würde mich jetzt auch gerne einfach wieder ausloggen und wieder einloggen, um vielleicht in einem vollen Server zu sein. Aber ich habe jetzt die Munitionsfabrik eingenommen, also im Endeffekt wäre das ein bisschen dumm. Aber wir machen das einfach diese Woche mal so, dass wir es ganz entspannt angehen. Okay, wir gehen einfach hier hoch. Ich glaube, wir müssen nämlich hier hoch. Oh, wollten wir heute nicht eigentlich 20 Minuten machen? Aber wir sind wieder hier. Ach, hier ist noch ein Fernglas. Gut, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einfach mal ein kleines Bäuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich lade diese jetzt direkt hoch, damit ihr was davon habt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.